Ja, mein Name ist Wladimir Simonow und heute sprechen wir über das Thema Erfolg. Hast du schon mal den Spruch gehört, jeder wünscht dir Erfolg, bis du Erfolg hast? Ja, wir haben schon ganz oft hier in dem Podcast und YouTube-Kanal haben wir schon ganz oft darüber gesprochen, dass ja, du ausgegrenzt wirst, wenn du Erfolg hast. Aber heute möchte ich dir auch mal eine andere Perspektive auf das ganze Thema geben. Und zwar auf dieser Ebene, egal was du tust oder nicht tust, es wird immer Leute geben, die es beneiden oder haten oder whatever. So. Stell mal vor, zum Beispiel, du bist erfolgreich. Und dann wird dir vorgeworfen, du bist ein geldgeiler Sack, der nur wegen Geld, bla bla bla, seine Mutter verkaufen würde, bla bla bla. So. Na, stell mal vor, du bist aber Finanzberater, Vermögensberater, Versicherungsvermittler, bist du broke. Du hast kein Geld, du hast kein Büro. Du hast kein schickes Auto, du hast kein schickes Haus, du bist vielleicht nicht optimal gekleidet, so. Du läufst vielleicht irgendwie in alten Klamotten rum, alten Schuhen. So. Was werden die Leute sagen? Naja, der Typ, der ist broke, der soll Finanzberater sein, der soll mit Geld umgehen können, hahaha, der hat ja selber nicht mehr Geld. So. Das heißt, egal was du tust oder nicht tust, egal wie du bist oder nicht bist, du wirst immer für irgendwas davon abgelehnt werden. Ja? Und du kannst mir ja gerne hier in die Kommentare schreiben, ja, wann es dir schon mal so ergangen ist, dass du für Erfolg oder Misserfolg abgelehnt wurdest oder belächelt wurdest. Ja? Und ja, egal welche Entscheidung du in deinem Leben gemacht hast, dich selbstständig zu machen in der Finanzbranche, Versicherungsbranche, ein Büro zu eröffnen, so, da haben immer andere Leute es immer besser gewusst. Ja? Es gibt ja 80 Millionen Bundestrainer und es gibt ja auch 80 Millionen, Coaches für Gewerbetreibende, ja, also ich bin einer davon, der es wenigstens kann und weiß. Aber jeder hat ja eine gute Idee für dich, ja. Also die einen sagen, mach das Büro auf, die anderen sagen, in der heutigen Zeit brauchst du kein Büro. Die einen sagen dir, du musst das Büro so einrichten, die anderen sagen, nee, du musst es anders einrichten. Dann geht es irgendwie darum, welche Gegend. So, also in dieser Gegend will ich kein Büro aufmachen. So, die anderen sagen, in dieser Gegend würde ich auf jeden Fall ein Büro aufmachen. So. Und meistens bekommst du Tipps und Ratschläge ungefragt. Ja? Das heißt, die Leute, die maßen sich einfach an, obwohl die selber gar keine Ahnung von gar nichts haben, dir irgendwelche Ratschläge geben zu wollen und dir sagen zu wollen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und manche, und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade, lassen sich von solchen Aussagen, die meisten Aussagen sind negativ. Übrigens, die man als Selbstständiger und vor allem als Versicherungsvermittler oder Finanzberater bekommt, die meisten lassen sich davon halt einfach mitnehmen. Ja? So. Und natürlich wünschen dir alle viel Erfolg. Aber wenn du wirklich dann Erfolg hast, dann hast du dich verändert. Dann war das negativ. So, das Geld hat aus dir einen anderen Menschen gemacht. Bla bla bla. So, dann auf der anderen Seite, ja, wenn du erfolglos bleibst, wenn du jetzt ein Büro aufmachst und ja, du musst es wieder schließen, ach, da hat es nicht gepackt. Der Kostendruck war viel zu hoch. Der ist einfach kein richtiger Unternehmer. So. Also, du siehst, man kann alles hin und her biegen, im Volksmund, wie das passt, wie das nicht passt. Ich kann dir mal eine ganz kleine Geschichte erzählen. Aufgrund der Corona-Pandemie und weil wir auch so schnell gewachsen und gar keine Zeit für gar nichts hatten, habe ich halt der Hausverwaltung immer mal lose die Aufgabe erteilt, hier Firmenschilder an die Fassade zu hängen. Ja? Und die Hausverwaltung, auch wegen, wie gesagt, Corona, hat es nicht besonders eilig. Dann der Handwerker, der die Schilder macht für die Fassade, hat es auch nicht besonders eilig. Und so kam es halt dazu, dass irgendwie, keine Ahnung, über ein Jahr, wo wir hier neues Büro bezogen hatten, und sogar wo wir schon das zweite Büro dazu bezogen hatten hier, das heißt, wir sind von 150 Quadratmetern auf ca. 350 Quadratmeter gewachsen. An der gleichen Stelle, also in den gleichen Büroräumen, oder, beziehungsweise wir haben unser Büro dann erweitert. So gab es halt keine Firmenschilder. Und dann habe ich über entfernte Freunde halt plötzlich immer mitbekommen, dass es heißt: Ja, ich habe keine Firmenschilder an der Wand, damit die Gläubiger mich nicht finden. Es gibt für alles irgendwas richtig Dummes, was man nicht ausdenken könnte. Weil ich stelle mir das so vor, wenn ich Menschen Geld schulden würde, also irgendwelchen Gläubiger, wenn ich irgendwelche Gläubiger hätte, also,
Wie schlecht muss ein Gerichtsvollzieher sein oder ein Inkassodienst, weil er sich davon abhalten lässt, dass an der Wand keine Firmenschilder sind? Also, ich stelle mir gerade vor, so Moskau-Inkasso kommt nach Landshut und möchte von mir im Auftrag meiner ominösen Gläubiger Geld erpressen. Und dann gehen die zum Büro, die wissen ja die Anschrift. Und dann sagen die: Oh, ah, da hängt ein Firmenschild draußen. Ah, da fahren wir wieder. Auf jeden Fall, aber Leute, die hobbylos sind, arbeitslos, whatever, die haben nichts Besseres zu tun, irgendwie Gerüchte zu streuen und sich irgendwie über dein Leben irgendwie Gedanken zu machen. Und du lebst eigentlich mietfrei dann in deinem Kopf, egal was du tust oder nicht tust. Ja? Und gerade auf dem Dorf entstehen halt schnell irgendwelche komischen, wilden Gerüchte. Ja? Treue Zuschauer von meinem Kanal werden auch die Gerüchte mitbekommen haben. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Auf Facebook wurde diskutiert, ob meine Uhr zu dreckig wäre, dass ich sie gemietet hätte. Ja? Also, dass eine Miet-Rolex ja niemals so dreckig wäre, wie ich meine Rolex tragen würde. Ja? Die haben da bei irgendwelchen Fotos von mir hingezoomt und entweder durch die Auflösung oder durch den echten Dreck festgestellt, die Uhr ist so dreckig, um gemietet worden zu sein. Also, wirklich ganz, ganz viele Sachen, ganz viele Sachen passieren da. Und egal, was du tust, wird eben Menschen dazu bringen, die irgendwie, ja, irgendwie ein Gesicht zu spucken oder in eine Suppe versuchen zu spucken, ja. Das bedeutet, egal, was passiert, ja, du kannst ja aussuchen, wofür du abgelehnt wirst. Wirst du denn dafür abgelehnt? Wirst du dafür abgelehnt werden, dass du nicht erfolgreich bist, wirst du dafür abgelehnt werden, dass du ein Loser bist, wirst du dafür abgelehnt werden, ja, dass du scheiterst, dass du ja tatsächlich im Endeffekt keinen Erfolg hast, oder wirst du dafür abgelehnt werden, dass du großen Erfolg hast, dass du Arbeitsplätze schaffst, dass du dir ein tolles Büro leisten kannst, dass du dir ein tolles Auto, ein tolles Leben für deine Familie leisten kannst, tolle Urlaube, ein echtes tolles Leben. Statt dieses Fake-Leben, was die Leute auf Instagram irgendwie vorgeben zu leben, weißt du? Schreib mir bitte mal in die Kommentare. So, wofür willst du denn lieber abgelehnt werden? Ja, für dein Scheitern, dass du, ja, Mitleid bekommst du ja auch nicht. So, weil dieses Mitleid, das ist ja geheuchelt. Ach, Junge, hast du nicht geschafft. Ach, du Armer. Und dann hinterm Rücken, so, der Typ hat es einfach nicht drauf, bla bla bla, der hat es einfach zu schlecht, der hat die Gelder von Kunden, keine Ahnung, irgendwie falsch verwendet, whatever. So. Also schick mir mal deine Meinung, vielleicht auch mal Gerüchte, die über dich rumgegangen sind. Ja, jetzt lass mir auf jeden Fall ein Abo und ja, schreib mir auf jeden Fall über soziale Medien, ja, wie es hier denn gegangen ist. Und viele Menschen werden halt eben blockiert von ihrem Wunsch nach Liebe, nach Anerkennung und haben halt Angst, ja, erfolgreich zu werden, haben Angst, überhaupt irgendwas was Eigenes zu starten, um halt eben nicht aufzufallen. Ja, so und aber für irgendwas, ja, so, was willst du denn haben, wenn jemand über dich spricht? Soll er voller Neid und Missgunst sagen, dass anscheinend macht er irgendwas richtig, aber wir finden irgendwie das Heil in der Suppe? Oder soll jemand bewusst über dich sagen können, ja, der Typ ist ein Loser, kriegt gar nichts hin, so, aber die Wahrheit wird halt, ja, dagegen sprechen, dass du vielleicht irgendwie 5 oder 10 Mitarbeiter schon hast, dass du ein eigenes Büro hast, dass du ja, ein schönes Leben führst, das kann ja jeder nachschauen. So, also, warum solltest du, ja, zum Beispiel ein Pleitegeier sein? So. Also, schau mal dazu. Empfehle auch dieses Video an Kollegen weiter, die ja von Zweifeln geplagt sind, weil ich habe festgestellt, Zweifel sind eine der größten Feinde, die man als Unternehmer, Selbstständiger haben kann. Und leider lassen sich halt viele Menschen von diesen Zweifeln ja, tragen, von diesen Zweifeln abhalten, irgendwas richtig geil, richtig groß zu machen. Und ja, von daher schick mir mal deine Meinung dazu. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal, auf den nächsten Content. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Vladi.